Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir an diesem Tag der heiligen Brigitta auf diese Frau schauen, eine Frau des hohen Mittelalters, eine Mystikerin, wie wir sie nennen, eine Frau mit einem sehr, heute würden wir sagen, bunten Lebenswandel, einer Ehefrau, einer Ordensgründerin, dann fallen nicht nur die diversen Stationen ihres Lebens und der Wechsel der Lebensführung auf, sondern vor allen Dingen stolpert man sehr schnell über ihre Offenbarungen. Diese Offenbarungen waren immer umstritten. Im Grunde genommen hat erst die Heiligsprechung und auch die Erhebung zur Patronin Europas dem noch einmal Abhilfe geschaffen, indem die Kirche nicht jedes Wort einer Offenbarung unterschreibt, aber sie doch in den richtigen Kontext bringt. Auch heute ist unsere Zeit voll von Offenbarungen. Es vergeht kaum eine Woche, dann man nicht von irgendwem hier, auch hier in unserer Kirche, eine Offenbarung zugesteckt bekommt. Ich staune dann immer über die vielen Stimmen, die dort sprechen. Ist das genauso eine Offenbarung, wie wir die der heiligen Brigitta lesen? Wo liegt das Unterscheidungskriterium? Die heutigen Offenbarungen sind sehr oft gekennzeichnet davon, natürlich von einer unglaublich medialen Verbreitung, die sich zur damaligen Zeit niemand hat vorstellen können. Aber es liegt doch sehr stark in einer Motivation und in der Ausrichtung, der Unterschied. Bei Brigitta wird klar, die Motivation dieser Offenbarung und sie dann auch die Kraft zu finden, sie weiterzusagen, das ist nicht immer angenehm, liegt in der Liebe zu Christus, in der Liebe zum gekreuzigten Christus, zum leidenden Christus. Und das wird sozusagen zum Existenzial der eigenen Lebensführung und der eigenen Biografie. Und die Ausrichtung liegt immer, eine Verbindung zu suchen und den Anschluss zum Nachfolger Petri. Eine ganz starke Bindung an Rom, die bei ihr wie bei allen Mystikerinnen, etwa Katharina von Siena, deutlich wird. Nie daran vorbei oder gar dagegen. Ich finde, das ist das Auffällige an mancher Offenbarung, die einem heute so auf Kopie oder per E-Mail zugeht, wo sozusagen noch himmlische Stimmen bemüht werden, etwa gegen den Nachfolger Petri oder das in Frage zu stellen. Das ist für mich ein ganz klares, und nicht nur für mich, sondern das ist ein klares geistliches Kriterium der Kirche zu sagen, von dieser Offenbarung ist nichts zu halten. Wir kennen solche Offenbarungen, etwa Katharina von Siena und auch Brigitta von Schweden lässt sich nicht lumpen, wenn sie Klerikern, auch dem hohen Klerus, die Leviten liest und sie zur Ordnung ruft, zu Recht. Aber immer aus dieser tiefen Motivation heraus, zum Wohl der Kirche zu wirken und nicht irgendetwas anzuzetteln, was gerade so in der Luft liegt. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Dieses Wort liest sich leicht und wir nehmen es leicht an, wenn es aus dem Mund Christi kommt, aber es gilt eben auch für seinen Leib, jetzt, heute. Und dieser Leib ist die Kirche, immer, durch alle Zeiten. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.